LOL-Puppen lieben es, Haus zu spielen. Wie man einen Spielzeugkinderwagen, einen Laufstall und einen Wickeltisch herstellt, schau dir unser neues Video an, um es rauszufinden. Die LOL-Puppen haben Spaß. Wir sind auf den Betten gesprungen, haben eine Kissenschlacht gemacht. Jetzt wird es Zeit, Haus zu spielen. Ja, lass uns spielen. Benutze einen alten Schwamm. Umrande eine LOL-Sis-Puppe. Entferne ein Stück des Schwamms und forme eine Badestütze. Schneide ein kleines Stück Schwamm aus, um Ohren in verschiedenen Farben zu entwerfen. Klebe sie an den Ständer. Färbe das Ornament mit Acrylfarbe. Das Baby ist bereit, ein sicheres Bad zu nehmen. Nimm etwas Tüll. Schneide einen dünnen Streifen ab. Falte ihn in der Mitte und ziehe einen Faden durch. Straffe den Faden. Mache eine Schlaufe aus silberner Schnur. Nähe die Schlaufe an den Tüll. Hier ist ein süßer Badeschwamm für das Baby. Alles bereit fürs Baden. Komm, nimm dein Seifenblasenbad. Füge etwas warmes Wasser hinzu. Und ganz viel dichten Schaum. Wir waschen dich mit unserer neuen Luffa und du wirst so sauber sein. Nimm einen Anspitzer mit dem LOL-Logo. Säubere ihn. Nimm den Inhalt raus. Schneide ein Quadrat aus der Folie aus. Falte die Folie so, dass sie in den Anspitzer passt. Breite es an den Wänden entlang aus. Nehmen wir etwas Tüll. Schneide einen kleinen Streifen ab. Messe den Durchmesser der Flasche aus. Und schneide den Stoff. Nähe die Ränder zusammen. Kremple es um. Und trage Heißkleber auf. Stelle zwei Taschen in unterschiedlicher Größe her. Setze eine Flasche in die Tasche. Fülle die Kühltasche mit schönen Sachen für Mama und ihr Baby. Diese LOL-Puppe ist auf dem Weg zum Picknick. Meine Freundin wartet. Da sind wir. Was für eine großartige Idee. Ein Picknick im Wald. Wenn es so heiß ist, muss man viel Wasser trinken. Das Baby ist schon hungrig. Ihr Kleinen, hier ist etwas Banane. Wir brauchen metallfarbenen Karton. Schneide einen Streifen so aus. Messe die Größe der LOL-Puppe aus. Entferne die überschüssige Länge. Lege doppelseitiges Klebeband an den Rand des Kartons. Verbinde die Ränder. Mache zwei gleiche Kreise und verbinde sie. Lege die Kreise auf den Karton und umrande sie. Schneide sie aus. Trage Heißkleber auf den Rand auf. Befestige einen Kartonring. Verbinde zwei Teile. Zeichne einen Halbkreis auf die Rückseite des Schaumpapiers. Schneide ihn aus. Verbinde den Rand mit Reißzwecken. Der Doppelkinderwagen ist fertig. Nimm kleine Pizzahalter und entferne die überschüssige Länge. Befestige es an der Kinderwagenbasis. Benutze die Räder eines kaputten Spielzeugautos. Nimm sie raus. Erhitze den Metallstab. Befestige die Räder am unteren Teil. Passt perfekt. Nimm Buckli-Stoff. Lege zwei Streifen metallfarbenen Karton in die Betten. Schneide Kreise aus dem Stoff aus und bedecke den unteren Teil. Jetzt werden es deine Kleinen warm und bequem haben. Schneide etwas Draht ab. Biege die Ränder. Trage Heißkleber auf. Entwerfe einen Griff und befestige ihn am Kinderwagen. Wir nehmen Stickies-Spielzeuge und schneiden den Saugnapf ab. Es ist ein nettes kleines Spielzeug. Wir machen ein Spielzeugtier für jedes Baby. Die LOL-Kinder genießen ihren neuen Kinderwagen. Er ist so bequem und glänzend. Lasst uns einem McDonald's-Becher neues Leben schenken. Entferne den Deckel. Schneide vorsichtig den unteren Teil ab. Markiere die Höhe auf Schaumpapier. Zeichne eine gerade Linie. Schneide es aus. Drücke einen Streifen doppelseitiges Klebeband an. Klebe es über den Streifen. Wir machen einen Pool. Hier kommen die Dekorationen. Benutze Muscheln, um die Seiten des Pools zu dekorieren. Gebe Kleber auf den Poolrand. Dekoriere ihn mit Glitzer. Wow! Wir machen aus dem Deckel einen Sonnenschirm. Schneide ein dreieckiges Teil aus Schaumpapier aus. Benutze doppelseitiges Klebeband und klebe das Schaumpapier auf den Deckel. Schneide die Leisten aus. Setze den Strohhalm ein. Entferne die überschüssige Länge. Trage etwas Heißkleber auf die Unterseite eines Spielzeugpilzes auf und setze ihn oben auf den Strohhalm. Der Sonnenschirm für die Puppen ist fertig. Die Babys können im Pool unter dem Schatten des farbenfrohen Sonnenschirms planschen.
kann die Sonne genießen und gleichzeitig auf sie aufpassen. Ist die Papierrolle nicht zu groß für die arme LOL-Puppe? Wickle das Toilettenpapier ab, aber lass die Rolle übrig. Schneide ein kleines Quadrat aus Karton aus. Biege es. Befestige doppelseitiges Klebeband daran und verbinde die Ränder miteinander. Das wird die Basis für eine kleine Rolle. Markiere die Höhe auf dem Toilettenpapier. Zeichne eine gerade Linie und schneide sie aus. Wickle einen dünnen Papierstreifen um die kleine Rolle. Benutze dein Töpfchen, Baby. Und dieses Toilettenpapier wird nützlich sein. Schneide die extra Teile aus einer Plastikflasche aus. Lasse den runden mittleren Teil übrig. Biege das Plastik. Gib ihm eine quadratische Form. Umrande die Ränder. Schneide den mittleren Teil aus. Benutze geriffelten Karton, um eine Basis für den Laufstall zu machen. Befestige die Plastikseiten mit Heißkleber an der Basis. Schneide ein Laufstallnetz aus weißem Organza aus. Klebe es an die Seiten. Runde die Ecken des Kartons ab und mache die Unterseite für unseren Spielplatz. Nimm pinkfarbene Stikes-Spielzeuge und schneide den Saugnapf ab. Befestige 4 Saugnäpfe am Rand des Laufstalls. Dekoriere die Basisverbindungen des Laufstalls mit Schaumpapier. Dekoriere die Ränder der Seite mit Gewebe. Schneide ein Quadrat aus Mikrofaserstoff aus. Lege es auf den Boden des Laufstalls. Jetzt kannst du den ganzen Tag lang mit deinen Lieblingsspielzeugen spielen. Nimm Plastikgardinenhaken. Entferne die Extrateile. Nimm ein flaches Kupfergeflecht, ungefähr so lang. Biege die Ränder. Klebe die Haken mit Heißkleber dran. Füge den zweiten hinzu. Male den Draht mit Acrylfarbe an. Schneide Plastikkreise in der gleichen Größe aus einer dichten Papiermappe aus. Male Reifen mit einem Permanentmarker drauf. Setze die Reifen auf die Hakenbasis. Befestige sie dann. Schau sie dir an. Schneide Schaumpapier dem Umriss entlang aus. Klebe die Ränder mit Heißkleber zusammen. Befestigen wir den Sitz jetzt am Kinderwagen. Schneide eine Stoßstange aus Schaumpapier aus. Dekoriere sie mit glitzernden Sternen. Dekoriere die Seiten mit Schaumpapier. Schneide einen Kreis aus Organza aus. Erhitze den Rand. Nähe am Rand entlang. Ziehe den Faden fest. Schneide 2 Stücke aus Schaumpapier aus. Klebe sie an das Organza. Dekoriere es mit Perlen auf einer Angelschnur. Ich kann es kaum erwarten, spazieren zu gehen. Glücklicherweise habe ich ein Mückennetz. Jetzt wird mein Baby sicher sein. Markiere den Umriss eines Wickeltisches auf geriffeltem Karton. Zeichne Streifen in derselben Breite. Schneide sie aus. Markiere die Länge. Klebe 2 Streifen zusammen. Klebe sie an den Rand der quadratischen Basis. Lege kleinere Streifen auf die gegenüberliegende Seite. Benutze das flache Kupfergeflecht. Biege den Rand. Mache 4 gleiche Stücke. Schneide dünne Strohhalme in der Mitte durch. Trage Heißkleber auf den Drahtrand auf und lege ihn auf einen Strohhalm. Benutze eine Nadel, um ein Loch in der Mitte des Strohhalms zu machen. Wiederhole dasselbe auf der anderen Seite. Ziehe einen Faden durch die Löcher. Verbinde die Teile. Male die Beine mit Acrylfarbe an. Setze sie in die Karton-Einschnitte ein. Befestige die Kartonteile an einer Seite. Nimm ein Synthetiktuch, um es zu reinigen. Schneide ein Stück in dieser Größe aus. Biege den Rand. Füge Heißkleber hinzu. Jetzt haben wir weiche Seiten. Gebe Kleber auf die Kartonbasis und befestige die Oberfläche des Tisches. Schneide einen Schaumpapierstreifen aus. Gebe Kleber auf den äußeren Rand des Tisches und bedecke die Befestigungsstellen mit Schaumpapier. Der faltbare Wickeltisch ist fertig. Wir werden deine Windel schnell wechseln, mein süßes Baby. Mit so einem bequemen Wickeltisch wird das richtig schnell gehen. Welche Idee hat dir am besten gefallen? Der Kinderwagen? Der Pool? Der Strandschirm? Oder die Kühltasche? Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine unserer neuen Videos mehr verpasst.